Servus, der Nico hier. Schön, dass ihr mein Video entdeckt habt. Diesmal bin ich im Frühling ausgebüxt und zwar in den Oman zu einem Biking Man Sprint Race, in Anführungsstrichen Sprint, denn es sind 1050 Kilometer durch die Berge und die Wüsten vom Oman. Ich bin also Ende Februar zusammen mit meinem Open in den Oman geflogen und habe mich da der Herausforderung gestellt, 1000 Kilometer von Muscat in die Berge, durch die Wüste, ans Meer und wieder zurück nach Muscat zu radeln. Als Ziel habe ich mir 62 Stunden gesetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht sehe ich ja das nächste Mal den ein oder anderen von euch an der Startlinie. So im Al Nada Resort angekommen. Mein Radl habe ich schon zusammengepackt. Gott sei Dank habe ich Werkzeug und Zeug dabei gehabt, denn mir ist mein Schaltauge verbogen. Und ich habe Gott sei Dank ein Ersatzteil dabei gehabt. Jetzt muss ich die Gangschaltung neu einstellen und so weiter und so fort. Aber so müsste alles passen. Was ich auch erfahren habe, es gibt eine Mandatory List von Sachen, die man unbedingt mitnehmen muss und dabei haben muss. Ich hatte tatsächlich alles dabei, aber von dieser Liste wusste ich nichts. Genau, geht's dann los. Jetzt nochmal die Taschen schön packen und dann Mangiare. Und was ich auch erst gestern erfahren habe, ist, ich hätte mir vielleicht mal diese Frequently Asked Questions durchlesen sollen. Und zwar beginnt das Rennen um 3 in der Früh. Und zwar jetzt dann in ein paar Stunden. Jetzt ist es 2:30, also in 13 Stunden beginnt das Rennen. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht eine Nacht mal schlafen kann. Naja, gut. Ansonsten, Flug war gut. Die eine Sache, wo ich gesehen habe, wie der Typ aufs Fließband meinen Koffer draufgeschmissen hat, habe ich gedacht, ich spinne. Aber ansonsten, die Leute sind cool und nett. Ist eigentlich auch ganz gut organisiert. Und ja! Zwei geile Radeln im Oman bei Regen. Da passt da was nicht. So, da mein Radl ist gepackt. 16 Kilo wiegt es ohne Getränke. Da passt natürlich einiges rein. Ich habe die Startnummer 63 und in circa 11 Stunden geht's los. Nein, dann bin ich sogar schon auf dem Radl. Kurz hier der Spot. Und auch sonst mal, hier kommt noch meine Uhr dann hin. Ansonsten Spiegel. Ich habe drei Battery Packs dabei. Habe ich noch was Akkus für die GoPro dabei. Also ich bin Arschcreme, alles Mögliche. Also ich bin recht gut ausgerüstet. Lampentechnisch habe ich auch noch eine Ersatzlampe dabei zu der Lampe und hier vorne so ein Blinkding von Knock. Und ja, ich denke, das müsste alles laufen. Gut. Dann, wir warten jetzt noch auf unser Chicken Biryani, was wir uns bestellt haben. Und dann hoffen wir, dass wir dann gleich nochmal was essen können. Weil wir haben Hunger und müde sind wir auch. Seltsame Stimmung gerade. Irgendwie meint man, dass man bereit wäre. Irgendwie meint man aber auch, dass man bestimmt irgendwas vergessen hat. Naja, jetzt geht's los. 30 Minuten noch. Calm down. Ist ganz lustig, Kilometer 32
Und wir fahren irgendwie immer noch alle gemeinsam. Macht Spaß. Sehr viel Spaß sogar. Seit Kilometer 50 oder so, jetzt lichtet es sich langsam und gerade schön wird's. Das Wetter ist geil, Beine laufen, che passa. Guten Morgen im Oman. Fuck, wie schön ist das denn? Genial, so ein Traum. Ich bin schon ein bisschen im Arsch, gerade einen Berg hoch mit 166er Puls, wunderbar, aber so 115 Kilometer sind schon, ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt muss ich nur langsam was essen. Also dann, Büdel! Kilometer, weiß ich gar nicht, 150, 140 durch eine atemberaubende Landschaft. Ist wirklich sehr, sehr schön, wie man sieht. Ich habe Angst. In welche Richtung? Vielleicht fahre ich auch einfach so schnell. Vielleicht fahre ich nicht. Nee. Ich fahre 30. Vielleicht hört ihr mich ja.
Hast du eine geile, wunderschöne und so ganz andere Landschaft wie das, was wir so kennen. Bei uns vor der Haustür, Kilometer 145 oder so, oder 150. Kannst nicht sehen, weil ich habe Gebäck auf meinem Tacho. Puls von, schauen wir mal, 148 derzeit. Low aerobic, sagt er da. Ja, das ist richtig gut. Richtig gut. Ich glaube, so fertig war ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, zum einen, dass ich ein bisschen zu schnell fahre. Zum anderen habe ich so wenig geschlafen. So unfassbar wenig. 5 oder 6 Stunden in der Nacht jetzt hat. Und davor im Flugzeug, die Nacht davor gar nicht. Also diese 6 Stunden haben nicht meine Energiereserven aufgefüllt. Die haben höchstens einen Mangel bekämpft. Ja, meine Augen sind jetzt schon schwer. Nach 8 Stunden Fahrt oder was. Das ist aber nichts. 240 Kilometern. 8 Stunden 30 und ja, 27 Grad hat's. Und insgesamt sind es 18 Minuten Pause, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ein bisschen weniger ist wahrscheinlich. Naja, schauen wir mal weiter. So mein erster Platten. Ich hoffe nur, dass ich ihn nur aufpumpen muss, den Reifen. Dass die Flüssigkeit schon alles behebt. Lecker. Geil, was da so umeinander steht immer. Was da immer so umeinander steht, so alte verfallene Lehmhäusel. Macht mir ein bisschen Angst, dass ich da hinten sehe. Ich bin jetzt keiner, der sich fürchtet vor Bergen. Aber mit meinem Zustand. Ja, 3 Platten hatte ich jetzt auch schon, um den
Beim dritten Mal musste ich dann wirklich den Schlauch rausnehmen, weil es nicht mehr zu reparieren war. Jetzt habe ich natürlich auch keinen mehr. Das muss ich also flicken. Das kostet Zeit, viel Zeit. Das kann man leider nicht während der... Hey, das kann man während der Fahrt ja machen. Ha! So, ich kann jetzt keinen Anstieg mehr sehen. Mir ist jetzt gerade ein wirklich ernstes Problem aufgefallen, weil meine Kette mal wieder rausgesprungen ist. Schaut mal her. Das Ende der Kettenglas, auf das achten. Da fehlen zwei Schrauben und somit hat sich der Bogen. Ich war vor einer Woche erst beim Mechaniker und der hat mir alles gemacht. Der kann das und ich habe sie auch überprüft. Ich habe jede einzelne Schraube überprüft. Ich krieg gleich einen richtigen Kotzreiz. Das habe ich hier komplett. Diesen Berg dann, das sind noch, glaube ich, 1500 Höhenmeter, im großen Kettenblatt hochfahren. Sehr gut für meine Knie, toll. Ja, ich krieg einen Anfall. Das ist scheiße. Aber schaut euch das mal an hier, wie bombastisch das hier ist. Fuck. Genial. Wunderschön. Entschädigt mich sogar ein bisschen. Bisschen aber nur. Mein Gott, ist das hier geil. Also ich werde hochschieben, es sind jetzt noch 1000 Höhenmeter, vielen Dank auch. Ich werde hochschieben und dann, mal hilft nichts, werde ich halt so weiterfahren müssen. Von da oben dürfte es aber nicht mehr ganz so ein Problem sein. Weil dann, gut, ich habe mir das Höhenprofil überhaupt nicht angeschaut, es gibt dann keine wirklichen Kletterpartien mehr. Und somit könnte es klappen, dass ich quasi vorne nur das große Kettenblatt habe. Ich hab keinen Bock mehr. So scheiße. Jetzt konnte ich gerade radeln, weil es bergab ging oder nur leicht hoch.
Aber ich schieb doch jetzt bestimmt schon seit 10 oder 11 oder 12 Kilometern. Könnte ich hier reiern. Regt mich das auf. Scheiße. So, jetzt heißt es einfach nur noch Härte zu sich zeigen. Mein Navi, das sagt noch 7 oder 8 Kilometer. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Irgendwer meinte, dass es nur noch 4 sind. Das heißt, ich habe jetzt schon gute 15, 16, 17 Kilometer, das muss ich mir später mal anschauen, geschoben. Und ich bin dementsprechend, ich habe jetzt einen Halbmarathon gemacht. Und quasi Halbmarathon macht 340 Kilometer Radler. Das ist jetzt nicht so der Burner. Das ist mental eine der schwierigsten Sachen gerade, die ich jemals habe irgendwie lösen müssen oder überstehen müssen. Aber was soll ich machen? Geht ja nicht. Ich kann ja nichts anderes machen. So, nach jetzt einer Flickzeremonie geht es jetzt weiter bergab, noch auf dieser Schotterstrecke, die eine Qualität hat ungefähr wie das da. Ich hoffe, dass ich nicht noch einen Platten bekomme. Womöglich schiebe ich jetzt sogar runter. Ich kriege einen Anfall, wirklich. Wahnsinn! Toll, dass ich so früh aufgestanden bin. Keine Ahnung. Naja, so früh bin ich eigentlich nicht aufgestanden. So, ich weiß nicht, ob man jetzt überhaupt irgendwas erkennen kann. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendwas mit 6 Uhr. Ich bin schon seit über 3 Stunden unterwegs und bin noch immer nicht von diesem scheiß Berg runter, der jetzt aber wieder wunderschön wird, weil gerade die Dämmerung eingesetzt hat. Und sieht richtig toll. Sieht richtig geil aus. Ich hatte jetzt gerade eine ganze Misere, eine ganze Serie an Platten. Die ich jetzt beheben musste. Und dann dachte ich, alles wieder gut, habe das Rad wieder eingebaut, alles reingepumpt, was ging. Und was ist dann passiert? Ich habe noch ein paar Luftstöße reingepumpt und dann ist wieder aufgegangen. Na toll. Konnte ich wieder alles auseinanderbauen, mit gescheit flicken. Und jo. Also es ist nicht ohne jetzt gewesen. Dann. Ich darf hier leider nicht schnell fahren, weil ich habe Angst, dass hinten wieder ein Platten reingeht. Das wäre. Das wäre nix, sage ich mir. Also, habe die Ehre.
7.20 Uhr und habe jetzt meine Nacht-Kälteklamotten abgelegt und wieder eingepackt. Soweit müsste ich also fertig sein. Die Red Bulls sind übrigens nicht von mir. Genau. Leider haben die Supermärkte noch nicht offen. Somit muss ich noch warten, bis ich mir was zu trinken kaufen kann. Ich habe nämlich nichts mehr. Aber passt alles und es lief jetzt gut, die Runterfahrt. Ich hatte so Angst, dass ich noch meinen Platten bekomme. Aber das lief gut. Wunderbar sogar. Okay, dann. So, jetzt geht es dann bald auf die Wüste zu. Allzu lang dürfte es tatsächlich nicht mehr sein. Und ich freue mich schon, wenn man dann da das erste Mal Kamele wirklich sieht und Sanddünen. Ja, all dieses ganze Zeug, was man sich so romantischerweise von der Wüste vorstellt. Ja, genau.